Herzlich willkommen um kurz nach 8 in der Früh hier im eisigen Neuwied. Der Boden hat etwas Glatteis. Ich bin gerade mit der Bahn aus Köln angereist, um eben, wie angekündigt, den Rheinsteig fortzusetzen. Und jetzt haben wir erstmal etwa 7 Kilometer bis zu unserem Startpunkt in Altwied. Und würde ich sagen, da melde ich mich dann wieder, wenn es nämlich richtig losgeht. Also bleibt dran und bis gleich. Ja, liebe Leute, so kann es gehen. 500 Meter vor dem Ziel in Altwied, an diesem kleinen Schlösschen, lege ich mich jetzt hier auf dem vereisten Boden wirklich voll auf die Schnauze, Leute. Mir sind so die Beine weggegangen, die Kamera ist im hohen Bogen davon geflogen, der Rahmen ist hier jetzt gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch so bewegen kann jetzt. Und also ich bin nur wirklich froh, ich bin richtig auf den Arsch geknallt. Und mein Knie, da hat es wieder drin gekracht. Leute, ich hoffe, ich kann jetzt weiterlaufen. Schmerzen habe ich zwar so keine, ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn ich gleich auftrete. Also überhaupt nicht schön. Also ich probiere jetzt mal mein Glück hier und melde mich gleich wieder. Kurz vor 9:30, Kilometer 8. Ich befinde mich jetzt an meinem Startpunkt, wo ich vor ein paar Monaten den Rheinsteig hier beendet hatte und zurück nach Köln gefahren bin, stehe jetzt hier eben in Altwied im Hintergrund diese Ruine von diesem historischen Ortskern und ihr seht, mein Knie, et het joti jange, aber es fühlt sich trotzdem wieder nicht gut an, Leute, das ist scheiße. Auf jeden Fall, ja, nicht ganz unschuldig an der Sache ist meine Zuschauerin Maja Leinchen Biene, denn gerade als ich ihr auf einen Kommentar antworten wollte und sie was zu diesen Sealskins Socken gefragt hat, wollte ich antworten und da gehen mir die Beine weg, Leute, fuchtel mit den Armen, das Handy fliegt, die Kamera fliegt, der Rahmen ist gebrochen, hängt da nur noch an einem Flügel unten dran und ich mache einen Spagat und Leute, ich bin da hingeknallt. Wirklich, das ist unglaublich, wie man sowas von vollkommen die Kontrolle verlieren kann über eine Situation, das ist echt erschreckend, aber wie gesagt, hätte halbwegs Jotijange und jetzt startet hier für mich auch der Rheinsteig mit ordentlich Höhenmetern und los geht's. So, und dann sind wir um kurz vor 10 auch schon bei Kilometer 10 und das Schlösschen von Altwied liegt da mittlerweile auch hinter mir und der Weg führt jetzt hier wieder, klar, über den Rheinsteig, wo sonst, hier durch den Wald durch und das ist so eine richtig schöne, klare Winterluft. Ihr seht auch hier so ein paar bisschen Schnee, ne? Also wir haben irgendwas um den Gefrierpunkt und die Luft eben richtig klar und es riecht halt richtig nach Winter, das feiere ich gerade richtig. Richtig schöne Atmosphäre, Ruhe hier. Neben mir plätschert ein Bach. Leute, ich freue mich richtig unterwegs zu sein. Weiter geht's. Kurz nach 10:30, Kilometer 13, herzlich willkommen in Rengsdorf. Das hier wäre mein Ziel gewesen, mein Zielort, als ich dann letztes Mal in Rheinsteig gelaufen bin. Aber da habe ich ja, was war da gewesen? Ich wollte nicht so hetzen und habe langsamer gemacht. Irgendwie so was war es gewesen, ne? Ja, Rengsdorf, der Weg führt hier quasi um den Ort drumherum. Aber ihr seht hier schon, wirklich, hier ist richtig Winter Wonderland angesagt. Leute, ich fühle mich gerade so richtig wohl hier. Es ist richtig Wintereinbruch hier. Es ist richtig spürbar kälter geworden. Trotzdem, ich musste mir die Jacke vorhin schon ausziehen. Ich bin am Schwitzen, ich dampfe auch. Und bei dem Wetter muss man natürlich immer schön in Bewegung bleiben. Der Schnee knirscht hier unter den Füßen. Leute, einfach richtig schön hier. Und ja, um Rengsdorf macht der Rheinsteig dann eben diesen Bogen. Und dann kommen wir auch in, ach, ich weiß es nicht, 50 Kilometern oder so, wieder an den Rhein runter. Und bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Und hoffentlich können wir hier noch ein paar schöne Winteraufnahmen machen.
Viertel nach elf, Kilometer 19, immer noch in Rengsdorf, glaube ich. Leute, also heute ist der Tag irgendwie wie verhext, ne? Hier ist gerade die Vorbeilaufszene, ich komme wieder zurück, sammle die Kamera ein, drehe mich wieder zurück und da sticht mir hier von der Seite so ein, ich weiß nicht, was das ist, so ein junger Ast, so ein Trieb, wirklich voll ins Ohr rein, richtig tief rein. Also das war bis kurz vorm Trommelfell, das tut richtig weh jetzt gerade noch im Ohr. Oh, Wahnsinn. Also unglaublich, es passieren Sachen, das soll man nicht für möglich halten. So, auf jeden Fall wollte ich jetzt gerade noch mal was zu diesen Sealskins Socken sagen, die ich ja im Vorbereitungsvideo angesprochen habe, dass ich die tragen würde und testen würde. Leute, keine Chance. Für mich sind diese Socken absolut unbrauchbar, absoluter Fehlkauf. Ne? Die sind erstens, wie schon gesagt, viel zu dick. Und wie bereits vermutet, habe ich dann später festgestellt, dass das halt im Grunde von Baumwolle, ein von Baumwolle überzogener Ballon ist. Ja? Das ist so den kann man richtig aufpusten, den Socken, wie ein Luftballon. Und also ich brauche sowas nicht. Ich bin jetzt eben auch mit voller Wucht in eine Pfütze reingelatscht, die unter der Schneedecke war. Und mein rechter Fuß ist jetzt halt nass. Ja, herrje, dann lass ihn nass sein, der trocknet auch wieder. Also ich brauche solche Socken absolut nicht. Und auch die Passform richtig schlecht. Da gibt es keinen linken und keinen rechten Socken, wie bei diesen Profi-Laufsocken. Und da hätte ich mir auf jeden Fall im Zehenbereich richtig dicke Blasen gelaufen. Deswegen habe ich die gar nicht erst angezogen und direkt auf meine altbewährten Sportsocken gesetzt. Und ja, war halt ein Fehlkauf. Mehr ist nichts dran. Leute, jetzt geht's hier weiter. Und genau, das wollte ich auch noch sagen. Frühstück. Wir können langsam mal so ein kleines Frühstück einwerfen. Ne? Ne? Hinten komme ich ran. Jawohl, eine schöne pelzige Kiwi. Guten Appetit. Vor 12, die Kiwi hat vorzüglich gemundet, Kilometer 22. Ja, und hier stehe ich jetzt an diesem Schild etwas zum Nachdenken. Hier diese Buche, ne, wie es hier steht, wurde 180 Jahre alt. Das müsste ja bedeuten, dass man hier 180 Ringe abzählen kann. Ja? Und in 10 Minuten wurde sie gefällt. Aber, ja, das ist natürlich erstmal schon beachtlich. Ne? So lange wächst dieser Baum und dann kommt der Mensch und hackt das Ding einfach nieder. Wo ich jetzt nur darauf hinaus will, ne? Das ist 1 dividiert durch 94.644.000 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was hat das zu bedeuten? Das sind natürlich jetzt mathematische Spitzfindigkeiten von mir, aber ja, was bedeutet das? Sekunden oder Jahre, Meter? Ich meine, das Ding hat gar keine Einheit hier, dieser Bruch hier. Ne? Danach kommt ein Ausrufezeichen und noch eins und das würde ich jetzt als Doppelfakultät deuten. Und ja, Fakultäten sind natürlich erstmal nur für natürliche Zahlen definiert, aber man kann sie mit Hilfe der Gamma-Funktion erweitern, auch auf reelle Zahlen. Und das war nämlich genau das Thema meiner Bachelorarbeit, die Gamma-Funktion. Die Gamma-Funktion schafft es nämlich auch, die Fakultät von Pi auszurechnen. Ne? Also die Fakultät die Fakultät von 5, sagen wir zum Beispiel, das ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5. Fakultät von 100 ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 bis mal 100. Ja, jetzt kann man sich fragen, was ist zum Beispiel die Fakultät von 1,5? Ja, da kann man ja nicht einmal oder nullmal oder was. Ne? Da sind ja keine ganzzahligen Sprünge zwischen. Und da kommt eben die Gamma-Funktion ins Spiel. Die schafft es nämlich, wenn man sich diese Fakultätspunkte mal anschaut in der natürlichen Zahlenebene, das sind überhaupt Punkte. Bei 1 wäre die Fakultät 1, bei 2 ist die Fakultät 2, bei 3 ist sie 6, bei 4 ist sie 24 und so weiter. Es gibt quasi so eine Punktkurve, die immer steiler nach oben schießt. Und jetzt kommt die Gamma-Funktion an und verbindet diese Punkte auf eine bestimmte Art und Weise, die der Mathematiker gerne hätte. Und damit füllt man diese Zwischenräume nämlich aus und kann damit auch die Fakultät von 1,5, von Pi, von Wurzel 2 und so weiter angeben. Ja, kleiner Exkurs in die Mathematik. Und da ist so ein Häuschen. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Könnte so ein Aussichtshaus sein. Sieht spannend aus. Auf geht's. Ja,
Ja, bei diesem Turm hier, wie sich herausstellte, handelt es sich um die Nachbildung eines alten römischen Limes-Wachturmes. Ne? Denn hier führt auch dieser Limes-Wanderweg vorbei. Der kreuzt sich manchmal mit dem Rheinsteig. Und ja, hier steht auch ganz interessant, 550 Kilometer Länge hatte dieser römische Limes. Der verlief vom Rhein bis an die Donau und trennte die römischen Provinzen Obergermanien und Rätien und freien Germanien, Überreste. Auf jeden Fall, die UNESCO hat das als Weltkulturerbe anerkannt. Und ja, ein bisschen Kultur hier, ne? Da sieht man auch so, wie es innen drin in diesen römischen Häusern aussah. Da unten ist der Keller mit einem Fass Gurken oder sowas. Ja, tolle Sache. Weiter geht's. Viertel vor eins, Kilometer 26. Ja, mir ist eben noch eingefallen, an diesem Limes-Wachturm, dass es da ja einen weiteren Bezug zur Mathematik gibt. Ne? Denn diesen Begriff des Limes, den gibt es auch eben in der Mathematik. Und da steht dieses Wort Limes eben für einen Grenzwert. Und Leute, ich habe gerade so richtig Bock, ein bisschen Mathematik zu machen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Also wenn ihr da keinen Nerv drauf habt, dann klickt weiter zu Minute. Ich blende es gerade ein. Also, was ist der Limes in der Mathematik? Stellen wir uns mal als ganz banales Beispiel die Funktion x dividiert durch x vor. Ja? Können wir sagen, das ist 1, klar, wenn man es wegkürzt. Aber wenn man es so stehen lässt, x durch x, dann ist diese Funktion an der Stelle 0 nicht definiert. Weil da würden wir 0 durch 0 teilen. Und das ist nicht 1, das ist nicht 5, das ist nicht 1000, das ist nichts, das ist nicht definiert. So, aber trotzdem existiert an der Stelle 0 der sogenannte Grenzwert. Und der ist tatsächlich 1. Ja, das heißt, wenn wir uns von der, egal ob von der positiven Richtung oder aus der negativen Richtung, der 1 nähern, dann ist die Funktion bleibt natürlich konstant 1, aber auch an der Stelle 0 hat sie den Grenzwert 1. Ja, das wäre so ein Beispiel für den Limes. Und gibt es natürlich auch, wenn man sagt, okay, die Funktion 1 durch x zum Beispiel, was hat die denn an der Stelle 0 für einen Limes? Ne, weil sie ist ja da nicht definiert. Das wäre ja 1 durch 0, ähnliches Problem wie eben. Und ja, da stellt sich heraus, dass kein Grenzwert, kein Limes existiert. Denn je näher wir an die 0 rankommen, desto größer wird die Zahl. Das heißt, der Grenzwert existiert nicht, die Funktion schießt nach unendlich weg oder minus unendlich, ob wir vom Positiven oder vom Negativen eben kommen. So, und ja, dahinter steckt eine ziemlich genaue Definition. Das ist eine ziemlich unhandliche Delta-Epsilon-Definition, nur dass man sagt, okay, dieser Limes, ja, das ist eben, man hat ein Delta und ein Epsilon, ich kriege es auch gerade nicht richtig zusammen, ja. Man sagt aber sowas in der Art wie, für alle Epsilon größer 0 existiert ein Delta größer 0, sodass, falls die x-Werte, deren Betrag, deren Abstand kleiner als das Delta ist, eben die Funktionswerte nicht mehr als das Epsilon voneinander abweichen. Das ist so diese Definition, die dahinter steckt, glaube ich, in sowas in der Art. Ne? Ja, und dann noch ein zweites Beispiel, wo ich da beim Limes drauf gekommen bin, zum Beispiel, wozu die Mathematik nämlich auch in der Lage ist. Sie ist zum Beispiel fähig, unendlich große Objekte auf eine endliche Fläche zu projizieren. Und da fiel mir dann als Beispiel ein, stellt euch mal die reelle Zahlenebene vor. Ja? Und zwar nehmen wir die X-Achse und die Y-Achse, kreuzen die miteinander und die spannen dann eben die reelle Zahlenebene auf. Und jetzt stellen wir uns da, wo die Achsen sich kreuzen, das ist natürlich die Stelle 0, 0. Und das ist nicht das Klo, sondern der Ursprung. Und um diesen Ursprung, die Stelle 0, 0, da stellen wir uns jetzt eine Kugel drumherum vor mit Radius 1. Das heißt, unsere Kugel wird dann quasi von dieser aufgespannten Zahlenebene so halbiert. Ne? Obere Halbkugel, untere Halbkugel und dazwischen steckt eben die Zahlenebene. So, und jetzt stellen wir uns vom Nordpol dieser Kugel von oben vor einen Strahl, der vom Nordpol aus wegschießt in Richtung Zahlenebene, also nach unten gerichtet ist. Das heißt, dann wird er ja irgendwo diese Zahlenebene durchstoßen.
Und damit haben wir dann quasi eine Projektion geschaffen. Das heißt, den Strahl kann ich eindeutig zurückverfolgen. Genau, die obere Halbkugel wird ja auch noch durchstoßen. Ja? Das heißt Nordpol, dann durchstößt dieser Strahl die obere Halbkugel und dann irgendwo, eben in Abhängigkeit des Winkels, irgendwo unsere Zahlenebene. Das heißt, es sind drei Punkte auf diesem Strahl. Eben der Ursprung, der Durchstoßpunkt mit der oberen Halbkugel und der Durchstoßpunkt mit der Zahlenebene. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man bewegt diesen Strahl links, rechts, hoch, runter und so was, dann gibt es immer genau einen Schnittpunkt mit der Sphäre, also mit der oberen Halbkugel, der eben mit dieser Zahlenebene übereinstimmt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, je höher ihr diesen Strahl neigt, ja, das heißt, je waagerechter er zur Ebene zeigt, desto weniger weit ist natürlich der Schnittpunkt vom Nordpol mit der Kugel entfernt. Und vom Gefühl her müssen damit auch um den Nordpol herum diese Projektionszahlen immer dichter werden. Ja? Und ja, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, damit schafft man es eben, jeden Punkt auf dieser Ebene eindeutig auf diese obere Halbkugel zu projizieren. Das heißt, wir schaffen es, eine unendlich große Fläche, eine unbegrenzt große Fläche zu projizieren auf eine endliche Fläche. Und da ist alles drauf. Das ist doch unglaublich sowas, diese Idee alleine. Ne? Und es muss natürlich noch gesagt werden, die ganzen Punkte der Ebene, die außerhalb der Zahl dieser Kugel liegen, die werden auf die obere Sphäre projiziert und alle Punkte, die innerhalb auf der Zahlenebene in der Kugel liegen, die werden auf die untere Sphäre, untere Halbkugel projiziert. Leute, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Kann das sein? Ah, so viel Mathematik. Was ist hier los? Nein, sieht gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ist nur ziemlich steil hier gerade, ne? Und bei so bergab, bei diesem Schnee, da bin ich immer ziemlich unsicher. Gerade mit meinem Knie, dass das dann wegrutscht und so, ne? So, jetzt schon wieder abgeschweift. Also Mathematik, eine richtig geile Sache. Und deswegen habe ich das eben nämlich auch studiert, ja? Also, jetzt hier weiter. Dings hier reinsteig. Da oben gucken wir gerade mal. Da ist, glaube ich, so ein Zufluss von einem Wasserwerk oder sowas. Ah ne, das ist nur die Zufahrt zu einem Golfclub. Das sah durch die Bäume gerade so aus, als wäre das so ein Wasserwerksdings da. Genau, jetzt muss ich trotzdem noch mal gucken. Ich glaube, wir müssen aber auch hier hoch. Ne, jetzt haben wir uns wirklich verlaufen. Irgendwo andersrum, hier lang. Ah, Leute, richtig geil. Ich fühle mich richtig gut. Das Wetter ist klasse. Die Temperatur ist natürlich kalt, aber es ist angenehm. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, hier unterwegs zu sein. Und genau, gerade vielleicht noch eine Information zu meinem Rucksack. Der ist heute verhältnismäßig leicht. 14,8 Kilogramm Startgewicht. Aber ich habe etwas Wichtiges vergessen. Denn ich habe keinen Behälter dabei, um mein Wasser nachher aufzuwärmen. Das heißt, das müsste ich dann in dieser kleinen flachen Pfanne machen. Und da werden wir uns mal überraschen lassen, wie das wird. Minuten nach 14 Uhr, Kilometer 32. Herzlich willkommen im Ort Şahin, keine Ahnung, ist das türkisch, also S-A-Y-N. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gibt es hier einen sehr historischen Teil. Ja? Das ist dieses alte Schloss, geht irgendwie auf 14. Jahrhundert oder so zurück. Da oben noch eine Burgruine. Da weiß ich jetzt aber leider gar nicht, ob wir daran vorbeikommen. Und das sind immer so Sachen, keine Ahnung, was man vorher sieht. Und dann steht man da vor Ort und weiß nicht, ob man es dann zu sehen bekommt. Schlängelt sich großzügig daran vorbei, der Rheinsteig. Vielleicht können wir aber später von der Ferne mal einen Blick drauf werfen. Also so macht das hier einen richtig noblen Eindruck. Ja, auch hier diese kleine Kirche hier, diese Kapelle oder was das sein soll nebenan. Das erinnert direkt wieder an Oblivion. Richtig toll. Leute, wunderschön. Wäre natürlich noch schöner, wenn man da auch mal rein könnte und sowas. Aber ist ja alles geschlossen. Ja, guckt euch das an hier. Na, dieses Gitter hier und da hinten dieses ja fast schon verwunschen wirkende Treppe da mit diesem Moos überall. Da hoch geht's dann zur Burgruine. Klasse, Leute.
das weckt richtig, das beflügelt die Fantasie, richtig geil. Und sowas macht so ein Steig, so ein Wanderweg auf jeden Fall auch immer zu einem Highlight. Also weiter geht's. Ja Leute, da war ich wieder ein bisschen voreilig gewesen, beziehungsweise bin vom Steig abgewichen, denn ich hätte eben schon gar nicht durch dieses alte Burgtor gehen dürfen. Und hier stehen wir jetzt auch wunderbar. Man kommt hier so frei hin in dieses alte Burgruinengemäuer. Leute, ist das nicht klasse? Ein richtiger Lost Place, wie es sich gehört. Richtig schön verwildert, verwunschen. Stehe ich jetzt in diesem, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Burgruine halt. Da oben noch der Burgfried wahrscheinlich. Sagt man Burgfried? Ich glaube, ich vertue mich da immer. Ja, Leute, würde ich sagen, fangen wir hier mal so ein paar Impressionen ein, oder? Die Geschichte der Burg Sayn geht zurück auf das 12. Jahrhundert. Die Grafen von Sayn, Heinrich I. und sein Bruder Eberhard I., sollen um 1140 die Grafschaft Bonn durch Heirat erworben haben. Dies führte zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem Erzbistum Köln, in deren Verlauf 1152 die Burg zumindest teilweise zerstört wurde. Unmittelbar danach wurde sie jedoch wieder aufgebaut. 1632 wurde die Burg von den Schweden im Dreißigjährigen Krieg erneut zerstört und blieb trotz mehrfachem Besitzerwechsel rund 350 Jahre lang Ruine. Erst Anfang der 1980er Jahre restaurierte der heutige Besitzer Alexander Fürst zu Sayn Teile dieser Ruine. So, und da haben wir jetzt zum Abschluss noch so ein kleines Highlight im Highlight, und zwar so ein finsteres Verlies. Es riecht hier etwas nach Fäkalien, ne, so zieht die Leute natürlich immer magisch an, um es als Toilette zu missbrauchen. Etwas Unrat liegt hier rum, so eine alte, ist das eine Milchkanne oder sowas, ich kann es nicht genau erkennen. Und ja, hier unten dann so eine Art Trichter, das sieht mir ziemlich neu gemauert aus, einzementiert. Vielleicht war das aber eine Art Kerker oder so. Leute, kann ich weiter nichts zu sagen. Da hinten noch so ein Wanddurchbruch, aber hier will ich mich jetzt nicht weiter aufhalten, denn ich muss zurück auf den Rheinsteig und Kilometer schrubben. So, immer noch auf dem Burgareal, und ja, das ist auf jeden Fall zweigeteilt. Unten, wo wir gerade gewesen sind, da ist dann wirklich Lost Place und verwildert alles. Und hier oben ist dann bewirtschaftet. Da gibt es, glaube ich, so eine Burgterrasse, Restaurant oder was. Und hier zur anderen Seite ein Standesamt. Leute, hier kann man heiraten. Ist das nicht geil? Und ja, hier steht es eben, Standesamt, kann man anrufen. Aber jetzt halt geschlossen, hier ist nichts mit heiraten. Und das ist natürlich, also wenn ich heiraten wollen würde, ja, dann könnte ich mir das hier sowas vorstellen, um eben auch diese Hochzeit zu vollziehen. Ne? In so einem richtig schönen Ambiente hier, dieser Burginnenhof. Leute, das hat einfach was. Richtig klasse. Dann hier eben zurück der Blick. Auch gehen wir, nehme ich euch gerade mal mit. Latschen mal ein bisschen rum hier. Da vorne ist, glaube ich, so ein Brunnen. Kann das sein, ein alter Brunnen? So gemauert hier. Oh ja, das ist ein Brunnen. Wow, Leute, da sieht man keinen Boden. Wahnsinn. Doch, wenn man ein bisschen länger reinschaut und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man tatsächlich den Boden sehen. Also das werden so 15 bis 20 Meter sein. Also Wahnsinn. Kann vielleicht auch der Graben sein, wo man Spitzbuben reingeworfen hat. Mittelalter bekanntlich extrem grausam und menschenverachtend. Ne? Ja, hier wäre dann noch so eine Aussichtsplattform. Da kommen wir jetzt nicht hin, da ist das Tor zu. Und ja, Fußweg Schlosspark. Im Schlosspark sind wir eben gewesen. Und ja, toll, geil. Aber ich glaube, ich habe den Steig wieder verloren. Nein, wir haben alles richtig gemacht. Ich bin genau auf dem Rheinsteig wieder drauf. Weiter geht's. Nach 3, Kilometer 36, 1022 Höhenmeter liegen hinter mir. Leute, und langsam fordert der Steig hier seinen Tribut. Ich bin ja noch lange nicht am Ende, aber ich merke die Anstrengung, meine Beine tun weh. Und boah, jetzt hier auf diesem Steilpfad, Single Trail, Leute, Wahnsinn, einfach irre. Das
es geht so auf die Pumpe, auf die Kondition. Aber wenn man dann wie jetzt wieder in die Ebene kommt, ist es einfach ein tolles Gefühl. Aber wenn man dann wieder an so einer Gabelung steht, ne, da geht's runter, da geht's hoch, dann weiß man, wo muss man lang? Natürlich hoch. Leute, Wahnsinn! Der Steig fordert hier richtig Kondition, aber man wird dafür auch immer wieder mit schönen Aussichten belohnt. Und diese Single Trails, auch wenn sie sehr steil und anstrengend sind, sind aber doch sehr schön. Aber auch ziemlich rutschig, ne, mit diesem Matsch hier, teilweise auch leicht angefroren. Und ich mit meinem Knie, das ist echt nicht schön. Ich fühle mich da richtig unsicher mittlerweile, ja. Wo ich früher, als ich kleiner war, Leute für ausgedacht hatte, wenn die sagten, ja, da fühle ich mich aber nicht, da fühle ich mich unsicher. Das habe ich jetzt selber, ne? Und jetzt kann ich die Leute verstehen, wenn sie irgendwelche Gebrechen haben. Oder es gibt auch Leute, die sich mal irgendwie ein Bein gebrochen hatten bei einer sportlichen Aktivität. Dann haben die später Angst, diesen Sport wieder auszuüben, weil es wieder kommen könnte, ne? Wieder passieren könnte. Und so ist es hier mit meinem Knie. Ich habe immer Angst wegzurutschen, wegzuknicken. Und das ist ja halt instabil und schmerzt sowieso von dem Sturz von heute Morgen. Es ist auch leicht geschwollen. Also doll ist es nicht. Aber Leute, müssen wir weiter. Kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Denn das Ziel rückt in greifbare Nähe. Oh, liebe Leute, Telefon geht. Das ist der Dirk. Gehen wir mal ran. Jo, Dirk, mein Lieber. Hi, Sebastian. Na, wie läuft's? Ja, ich bin jetzt hier immer noch in diesem Steilpfad hinter Sahin mit dieser Burg da. Und es ist richtig schweißtreibend. Ich stehe jetzt hier an so einem kleinen Ding hier. Ich weiß gar nicht, so ein Steinteil. Mitten im Wald in der Schräge drin. Okay, dann beneide ich dich jetzt ein bisschen, weil ich bin gerade einen Berg runtergefahren und hier ist schweinekalt. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt bei Hilscheid oben abgefahren und bin auf einer Hauptstraße unterwegs Richtung Fallender. Ich habe mir überlegt, die Hütte, diese Pedelhütte, ist ja diese große Wanderhütte, die ist ja nochmal ein gutes Stück von Fallender weg. Ja, richtig, genau. Jetzt habe ich mir überlegt, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zu dieser anderen Hütte, die du da markiert hast, bei diesen Schönstädter Marienschwestern. Ja. Und da werde ich mir mal die Gegebenheiten angucken und dir ein Foto schicken. Ja. Wenn die was taugt, diese Hütte, dann ist die ja deutlich näher an Fallender für dich definitiv als diese andere. Definitiv. Und dann würde ich da gegebenenfalls schon ein Feuer vorbereiten. Ja, dann ist ja eine Möglichkeit besteht. Geile Sache, ja, da muss eine Möglichkeit bestehen, sonst gibt es nichts zu essen. Ja, nee, da werde ich jetzt hinfahren auf direktem Weg und guck mir die Sache mal an und dann gegebenenfalls schon Feuerholz und sowas sammeln und super Sache. Ich würde mich dann aber nochmal bei dir melden. Ja, alles klar. Super, Dirk. Läuft dann, ne? Super, machen wir. Bis dann. Dann sag ich bis später. Ciao. Ciao, ciao. Ja, Leute, das war der Dirk. Damit ist natürlich auch die Katze aus dem Sack. Der Dirk wird mein Übernachtungsgast für heute sein. Und der hat sich von Koblenz aus mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht. Und wir werden uns eben in Fallender treffen. Und der hat momentan Probleme mit seinem Fahrgestell. Da ist irgendwas mit den Sehnen nicht in Ordnung. Deswegen kann er gerade nur Fahrrad fahren. Und ja, ich stehe jetzt hier vor so einem zweiten Römer-Limes-Turm. Dachte eben schon, das wäre der von eben. Der sieht nämlich genauso aus. Dachte, ich wäre im Kreis gelaufen. Und hier kommen wir jetzt gerade wunderbar in das Rheintal reinblicken. Da ist die Ormitzer Eisenbahnbrücke. Und ja, das Ziel rückt näher. So, 16.29 Uhr, 42,39 Kilometer gelaufen mit 1.152 Höhenmetern. Leute, mir brennen die Oberschenkel, aber so muss das sein. Ja, ich bin jetzt hier noch in Bendorf und kurz vor Bendorf habe ich mich entschieden, den Rheinsteig zu verlassen und direkt nach Garmin den kürzesten Weg zum Rewe-Markt in Fallender anzusteuern, denn der Dirk ist nämlich schon da und ja, ich will ihn auch nicht so lange warten lassen und durch dieses Abkürzen hier, etwa 1 Kilometer bin ich dadurch dann weniger gelaufen, abseits vom Rheinsteig. Und jetzt hat der Dirk mir eben noch eine WhatsApp geschickt. Der ist richtig fertig gerade.
denn seine GoPro sagt, die SD-Karte sei leer. Ja, er vermutet, dass er die vielleicht formatiert haben könnte, versehentlich oder sowas. Ich wünsche ihm und ich hoffe, dass das eine Fehlfunktion ist. Ne? Wenn er die Karte rausnimmt und in den Rechner schiebt, dass da alles in Ordnung ist. Also drücken wir mal die Daumen. Und ja, jetzt steuere ich, wie gesagt, direkt den Rewe-Markt an in Fallendar. Da werde ich dann einkaufen und mich auch das nächste Mal wieder melden. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen um 17.22 Uhr hier beim Rewe-Markt. Dirk Hörle, hieß der wirklich Dirk? Ne, Guido Hörle. Boah, jetzt muss ich gucken. Also, da steht es da oben drauf. Beim Rewe-Markt Guido Hörle, da oben steht es, ganz genau. Ich habe es gerade schon eingekauft, Kilometer weiß ich gerade nicht, irgendwas mit 42, glaube ich. Ich bin richtig schön zerschossen, habe jetzt hier auch schon eingekauft und mir die dicke Jacke wieder übergezogen. Und Leute, ihr werdet staunen, was ich hier geschossen habe. Und zwar eine solche Kiste mit Anfeuerholz. Ich habe keine Ahnung, ob ich die mit dem Rucksack irgendwie transportieren kann. Auf jeden Fall werde ich versuchen, so viel wie möglich davon mitzunehmen. Und jetzt werde ich mir hier erstmal auch was zu essen gönnen, denn außer der Kiwi und zwei Energieriegel habe ich heute noch gar nichts gegessen. Und da gibt es hier so eine Käse-Schinkenstange und einen Iso-Drink. Und danach geht es auch zügig weiter zum Dirk, denn der ist nämlich schon an dieser Schutzhütte auf dem Berg da. Das sind von hier aus noch etwa 5 Kilometer, also einpacken, essen, Gas geben. So, liebe Leute, in wenigen Metern ist es soweit. Da vorne kann ich schon den Dirk sein Licht sehen. Könnt ihr es auch erkennen? Boah, die letzten 1,5 Kilometer durch den Wald, seitdem ich von der Landstraße runter bin, nur bergauf. Ununterbrochen. Ich war am Fluchen gewesen. Dass auch das kein Ende nimmt hier. Aber ist immer da. Da ist der gute Dirk von Dirk on Tour. Und ist schon Holz am Hacken. Ist es wahr? Richtig heimelig hier. Schneedecke. Guck mal, wie er am Schaffen ist. Da sitzt er. Oh, Dirk, mein Lieber. Hallo, Sebastian. Hi. Oh, hi. Oh. Was für ein Film, oder? Boah. Wahnsinn. Ich Kreislaufprobleme gerade. Scheiße, ja, ja. Ah, ja, jetzt der Stich da hoch. Boah, das hat sich immer leck mich gezogen, am Arsch. Ne? Schon mal Frechheit oder sowas, ne? Wahnsinn, ehrlich. Bist du mit dem Rad auch hier hochgekommen? Ja, ja. Dann ja, habe ich deine Spuren im Schnee gesehen. Und er hat ein E-Bike und er war am Keuchen. Ne? Ja. Also so eine Steigung, unglaublich. Nee, wirklich. Wow. Aber Leute, hier, was für eine Hütte. Mal ausleuchten gerade hier. Da kannst du mit 20 Mann drin schlafen hier. Da ist im Dirk sein Fahrrad, eine Leiter, die ist richtig neu. Ja, Leute, was soll das hier lange rumreden? Lager aufschlagen. So, Kilometer 45, nein Quatsch, 19.15 Uhr und das Lager nimmt hier langsam Gestalt an. Beim Dirk wird schon langsam die Küche aufgeheizt. Ja, ich habe Hunger. Und der hat hier ein richtig knaller System, der hat sich so ein Vakuumierer, genau. Vakuumierer. Ja, richtig geil, ich kann es nur empfehlen. Da habe ich alles schon vorbereitet, Speck, Zwiebeln, Knoblauch geschnitten, die Wurst schon vorgeschnitten und dann die Maultaschen. Und das in der Reihenfolge da reingepackt, wie ich es anbraten werde. Und richtig geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ein super kleines Packmaß zu mitnehmen. Das sieht aus wie gekauft im Laden. Und dann machst du dir das hier auf dem... auf dem S-Bit-Kocher, genau. Mit dem Bundeswehrgeschirr. Oh, mit den großen Tabletten, geil. Ja, ja, bei mir geht es ja auch langsam voran. Habe mir die Bushbox hier aufgestellt. Das ist das Holz, was ich aus diesem 10 Kubikdezimeter Packen vom Rewe-Markt mitbringen konnte im Rucksack. Da oben die Bushbox. Der Dirk hat hier auch schon jede Menge Holz noch vorbereitet. Also wir sind bestens ausgestattet, Leute.
Hier ist meine Ecke, da geht es jetzt gleich zur Sache mit Kochen auch. Und ja, Schlafdings hier, alles soweit. Ne? Wie ihr seht, hier ist sehr viel Platz, sehr geräumig. Und jetzt werde ich als erstes mal die Buschbox befeuern. Die Buschbox geht hier langsam schön in Flammen auf. Es ist eine richtig angenehme, wohltuende Wärme. Und weil das hier dieses schöne, trockene, saubere Anzündholz ist, ist es auch fast rauchfrei. Ja, und Leute, trotz der Kälte, es muss sein, ich muss hier duschen. Ich habe die Duschding da jetzt schon mal aufgehangen, aber ich habe ja eben schon gesagt, dass ich den Kochtopf da vergessen habe. Deswegen werde ich jetzt hier scheibchenweise, häppchenweise Wasser in der Pfanne warm machen, dann rüberkippen in den Duschsack und dann nebenan im Schnee gleich duschen gehen. Leute, ich freue mich. Er ist wahnsinnig. So, liebe Leute, ich will es auf jeden Fall wieder wissen. Ich muss hier duschen. Ich stehe hier tatsächlich nackt im Schnee. Der Duschsack ist schön aufgewärmt und ich stehe jetzt hier auf so einer alten Schrankrückwand, glaube ich. Und da habe ich so halbwegs warme Füße. Und oh, Leute, richtig geiles Duschwasser. Klasse. Ideale Temperatur. Aber darf nicht vergessen, das sind halt nur 1,5 Liter wieder, die sind ruckzuck leer. Da muss man wirklich richtig sparsam sein, um dann nicht hier voll eingeschäumt, da dann irgendwie das nicht mehr abgewaschen zu bekommen, ihr versteht. Der Dirk hat mir freundlicherweise auch seinen Strahler da geliehen. Der ist auch richtig gut, der macht ein richtig helles Licht. So hell, dass ich voll Punkte auf den Augen habe. So Leute, jetzt richtig schnell zurück ans Feuer. So, jetzt kommt da langsam mal wieder Gefühl in die Füße rein. Leute, die sind so kalt, die Füße. Ich bin hier gerade über den Betonboden gelaufen, ja. Und das fühlt sich an wie Watte. Also gar nicht hart, sondern total weich. So kalt in die Füße. Dirk stimmt zu, du kennst das Gefühl? Absolut. Ja. Also das war für mich bisher die härteste Nummer, hier im Schnee zu duschen. Richtig geil. Und dieser Wohlfühlfaktor, der sich danach einstellt, der ist einfach unbezahlbar. Wenn man wieder sauber ist, die Haut ist halbwegs schön gereinigt. Weil nach dieser Wanderung heute auch sehr kalt war. Aber ich bin halt schweißgebadet durch diese Steigungen. Ne? Und dieser ekelhafte Film, ich erzähle es jedes Mal. Aber das ist einfach eine Zumutung, damit sich später ins Bett zu legen. Und da bin ich so froh, diese Pocket Shower gefunden zu haben, Leute. Das war ja auch ein Zufall, ne? Die hatte ich ja mal auf einer Venlo-Wanderung. Hatte ich die ja so einen 5 Euro günstigen Duschsack, Thermoduschsack gefunden. Und hatte dann damit ja im Wald geduscht einmal. Und da hatte ich so Gefallen dran gefunden, dass ich das ja seitdem auf jeder Wanderung mache. Ne? Das ist wirklich ein richtiger Luxusfaktor. So, liebe Leute, und jetzt ist auch wirklich Zeit und wohlverdient, hier sich etwas zu essen zu bereiten. Das habt ja einige von euch schon im Vorbereitungsvideo zu dieser Wanderung gesehen, dass es heute keine Maultaschen gibt. Ich werde es nochmal wiederholen, warum. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, dass ihm von meinem ständigen Maultaschenessen im letzten Video sogar schlecht geworden ist. Und das war, wie gesagt, für mich kein Hate-Kommentar, sondern so
ich nenne es mal einen Hilferuf. Und da habe ich mir gedacht, dem armen Kerl muss man helfen und habe überlegt, was könnte ich kochen. Und so habe ich eben gestern Abend vorbereitet, gestern Spätnachmittag mariniertes Hähnchenfilet. Und da habe ich sogar selbst eine Marinade zubereitet. Ich war selbst erstaunt, was da das, wozu ich da in der Lage war. Das habe ich halt hier wunderbar in dieser Click-Clock-Box mitgenommen jetzt. Ja, riecht auch noch frisch. Ne? Hähnchenfleisch geht ja sehr schnell, wird ja sehr schnell schlecht. Und ja, so hauen wir das hier einfach mal in die Pfanne jetzt rein. Ich habe hier noch ein bisschen Öl mit dabei. Sesamöl, das ist wohl nicht so ideal. Ich hätte besser dieses Traubenöl mitgenommen, aber habe ich halt nicht. So, also muss noch ein bisschen runterbrennen hier. Kann ein bisschen platt hauen. So, die muss eh geschwenkt werden, die Pfanne. Mal das Fett hier ein bisschen aufheizen, das Öl. Damit würde ich sagen, hinein damit. Hier ist noch ein bisschen viel Marinade dran, die werde ich vorher noch wegkippen. Leute, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man mariniertes Hähnchen überhaupt anbraten kann. Wir riskieren es einfach. Ja, so. So, liebe Leute, kurz nach 8:30, das Essen ist angerichtet, das duftet hier wunderbar. Und ich würde sagen, wir starten hier standesgemäß mit einer Müller Fruchtbuttermilch, heute in Himbeere, auch schön gekühlt, ne, bei den Temperaturen. Prost, du, mein Lieber. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Prost. Prost. Der Dirk sitzt jetzt nebenan, der hat sein Essen schon zubereitet und der hat sich gerade so ein bisschen Schnee in seinem Bundeswehrkocher aufgekocht, um den eben zu reinigen. Genau. Das geht da drüben auch voran. Und hier Fruchtbuttermilch zischt wie immer. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt hier auf mein selbst mariniertes Hähnchenfilet. Ne? Das riecht auf jeden Fall richtig gut. Probieren wir mal. Geil. Richtig schön zart. Man schmeckt den Honig, man schmeckt den Senf, den Knoblauch. Alles schmeckt mal raus. Richtig klasse. Dann mal die Bratkartoffeln. Ja. Schön rustikal, leicht angebrannt, aber geht gerade noch so. Und das ergänzt sich hier gegenseitig wunderbar. Leute, alles richtig gemacht. Guten Appetit. Also Leute, das Essen hat richtig geil geschmeckt. Hier brät gerade noch die Pfanne ein bisschen sauber. Und ja, jetzt gehen wir mal zum Dirk hier. Der versucht jetzt nämlich hier sein Bundeswehrgeschirr sauber zu spülen. Hat er offen. Ist er ausgekocht? Hä? Ausgekocht, genau. Mit ein bisschen Schnee abtreiben. Von dem Esbit. Das ja. Saust natürlich immer komplett ein, ne? Ja. Ja, geile Sache. Scheint zu laufen auf jeden Fall. Leute, es ist richtig kalt. Ich habe richtig kalte Füße und ich bin froh gleich, wenn ich mir mein Sweatshirt überziehen kann. Und wir sitzen jetzt hier noch an der Bushbox, ne? Oh, die Pfanne, die sieht auch schon wieder gut aus. Kann man auch mal auskippen. Vielleicht ein bisschen mit dem Schaber noch durchgehen. Und ja, gucken wir hier nochmal drüben. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Holz für einige Stunden. Wird das noch reichen? Aber allzu lang machen wir eh nicht. Ne? Werden wir gleich ein bisschen sitzen hier. Ah, Leute, ist es herrlich. Zwei Männer im Schnee und eine Bushbox. Klasse. Ja, Leute, mittlerweile 8:45, 21:00 Uhr. Der Abend schreitet voran. Der Dirk brät sich da ein Brötchen am Spieß. So, ob er dann nicht schwarz wird, ne? Mhm. Ja, und ich hatte schon vermutet, dass mir das Essen, was ich mitgebracht habe, nicht reicht. Deswegen habe ich noch beim Rewe hier zwei Mohnbrötchen eingekauft. Bad Boko Balance und hier so die beste Hähnchenbrust. Und da schmiere ich mir jetzt noch zwei Brötchen. Ja. Und der arme Dirk, der ist tatsächlich, der hat sich die GoPro bei dir verabschiedet, ja, und deine Aufnahmen angelegt. Absolut unbegreiflich. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich da eventuell selber einen Fehler gemacht habe, dass ich die ganzen Dateien auf einmal gelöscht habe.
aber nichtsdestotrotz hat sie sich ja aufgehangen. Sie lässt sich ja gar nicht mehr bedienen. Also einschalten, Aufnahme drücken, ein paar Sekunden geht das gut und dann hängt die sich sofort wieder auf. Nichts geht mehr, keine Bedienung. Und ich dachte, der erste Dirk hätte die GoPro 7 oder 8, aber nein. Nee, ich habe die 9. Ganz neue GoPro 9, die ich ja auch zurückgeschickt habe, aufgrund mangelhaften Verhaltens oder nicht akzeptablen Verhaltens. Jetzt bekomme ich quasi die Bestätigung vom Dirk. Ne? Also es kann natürlich auch mit anderen Kameras passieren. Mir ist es ja damals passiert mit dem Interview von DJ Bim damals auf dem New Healing Festival. Habe ich den DJ Bim ja interviewt und ich nehme die SD-Karte raus aus der Sony FDR X3000 war es damals und schiebe die zum Anschauen ins Tablet rein. Die Datei war kaputt, die Interviewdatei, sie war nicht mehr anschaubar. Sie war da gewesen, ja, aber mit 0 Byte. Ja, und auf der Sony-Kamera selber war die abspielbar, kein Thema. Nur dieser Wechsel von der Kamera ins Tablet rein, das hat die Datei kaputt gemacht. Also das ist immer so eine richtig ärgerliche Sache, ne? Ja, also wie gesagt, dass der Super-GAU irgendwann mal passieren wird, das war mir schon klar. Aber wie gesagt, man ist dann trotzdem überrascht und dementsprechend frustriert. Gell? Ja, das ist wirklich richtig schmerzhaft, ne? Wenn man dann die Aufnahmen auch entsprechend Zeit geopfert hat. Ja. Du warst ja auch mit dem Fahrrad vor allen Dingen unterwegs. Ja. Da ist so eine Vorbeilaufszene, diese Vorbeifahrtszene, um ein Vielfaches aufwendiger, als wenn man das zu Fuß macht, beim Wandern so. Ne? Dann fährst du vorbei, musst da absteigen, wieder rumdrehen oder Rad stehen lassen. Mhm. Ja. Nee, richtig bitter. Richtig bitter. Deswegen Leute, Finger weg von GoPro. Ja, Montag geht's uns zurück. Montag geht's uns zurück. Also werde ich erstmal Amazon anschreiben. Ja. Und das bitte nicht zu ernst nehmen. Es kann natürlich sein, dass das auch nur ein Montagsgerät war. Also das sollte nicht zu ernst nehmen. Wer GoPro mag, soll sie natürlich benutzen. Ich will das irgendwie nicht mutwillig schlecht reden. Aber halt bestätigt wieder, was dem Dirk passiert ist. Mein schlechtes Bild von der GoPro. Ne? Das muss aber nicht zwingend auf jede GoPro zutreffen. So. Ja, mit der 5er habe ich ja jahrelang gefilmt. Ja. Und war ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt zufrieden. Ne? Ja. Genau. Aber das ist schon bitter. Und niemals von seinen alten Ritualen abweichen. Ich bin immer mit zwei Kameras normalerweise unterwegs. Immer. Und heute habe ich mir gedacht, neue Kamera, komm, schlepp nicht so viel Zeug mit. Mhm. Eine reicht vollkommen. Ja, dann hätte ich wenigstens den Abend noch filmen können und hochladen. Was ist passiert, ja. Richtig ärgerlich sowas. Dafür haben wir jetzt hier eine schöne Buschbox, das Feuer brennt. Eben ist hier zwei Autos vorbeigefahren. Der Dirk meint, das wären Förster. Oder Jäger. Förster oder Jäger, genau. Die sich jetzt wohl auf ihren Hochsitz in der Kälte verziehen. Und ja, das ist immer so eine Situation, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, oh, wer fährt hier rum, Auto in der Dunkelheit und so. Ist irgendwie kein schönes Gefühl, ne? Aber jetzt hier, wo der Dirk da ist, fühle ich mich sicher. Hab ja auch ein großes Messer. Alles voll groß, genau. So, dann Abendessen die zweite Mahlzeit. So, liebe Leute, da haben wir es mittlerweile 22:45 und die Buschbox, die hat die ganze Zeit wunderbar gebrannt und jetzt, wo ich die mir hier an die kalten Füße ranhole, vors Bett stelle, da fängt die an zu qualmen, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Es ist wirklich wie verhext. Aber ihr seht schon, ich liege jetzt hier schon im Bett. Der Dirk hat es sich nebenan bequem gemacht und ja, ich muss hier auf jeden Fall meine Füße noch ein bisschen aufheizen, denn es ist so extrem kalt. Das Handtuch, wo ich mit geduscht habe, das hängt da über der Brüstung. Das ist schon eingefroren. Also es wird eine verdammt kalte Nacht. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass mein Schlafsack hier diesmal erstmalig nicht ausreichen könnte. Aber ne, wir versuchen das Beste. Und ja, ich habe hier wieder diese Shorts an, wie sonst auch. Gehe gleich barfuß in den Schlafsack, wenn die Füße aufgewärmt sind. Habe hier die Unterjacke von der Jack Wolfskin an, darunter ein Sweatshirt und darunter eben das OMS-T-Shirt mit der Köln Skyline. Und die wird mich hoffentlich gut durch die Nacht bringen. Und Leute, so würde ich sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen früh.
Willkommen zurück. Dirk schläft noch, ich bin schon aktiv und bevor es weitergeht, darf ich noch Grüße an folgende Kanalmitglieder rausschicken. Alex, Christian D., der Zwei Niederrheiner, ja, Tiki Tiki, ihr Lieben, Jenny W., Lydia, hallo, moin, Mario, Marti Media Videos, Moritz S., Thomas auf Wanderschaft, hey Leute, Thomas hier, Toppers Adventures, hey Abenteuer, und Xtronics mit Minecraft-Netzwerk etria.de. Vielen Dank für eure Unterstützung meines YouTube-Kanals. Wenn auch du in den Genuss exklusiver Mitgliedervorteile gelangen möchtest, klicke unterhalb meines Kanalbanners auf den Button Mitglied werden. Es folgt ein Einführungsvideo, in dem ich die verschiedenen Mitgliederstufen genau erläutere. Beispielsweise biete ich für Mitglieder in Abhängigkeit der Mitgliedsstufe exklusive zusätzliche Videos an. Anstatt der versprochenen 2 Videos waren es bisher jedoch immer 3 Stück pro Monat gewesen. Des Weiteren biete ich exklusive Mitglieder-Livestreams an, die ich auch gerne in Lost Places abhalte. Weiterhin freue ich mich, dass die ersten Icons fertig sind, die Mitglieder im Chat oder in den Kommentaren verwenden können. So, und weiter geht's. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen um 7:45 in der Früh am Morgen danach. Leute, ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich war um 7 Uhr wach gewesen und habe dann noch so ein bisschen gelegen, ein bisschen rumgeguckt, den Vögeln zugehört und gewartet, bis ein bisschen mehr Tageslicht da ist. Der Dirk ist dann auch so gegen 8 wach geworden. Da gehen wir jetzt gerade mal gucken, wie es ihm so geht. Der packt sich hier gerade schon, macht sich gerade schon parat. Du hast so ziemlich gefroren letzte Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, und frag mich. Also ich dachte eben, Sebastian ist aufgestanden. Da war ich der Meinung, es wäre so 5 Uhr, aber draußen schon hell. Da sagte mir, es ist 8 Uhr. Und ich hätte nicht gewusst, wie ich die Nacht noch weiter überstehe in dem Schlafsack. Oder besser gesagt, in den 2 Schlafsäcken. Ja, du hast ja 2 gehabt, den Sommerschlafsack. Genau, einen Bundeswehrschlafsack. Ja. Und da habe ich noch einen kleinen Sommerschlafsack reingepackt. Aber das war jetzt echt hart an der Grenze. Ja, also, ich habe das ja ähnlich vorgehabt. In dem Vorbereitungsvideo habe ich das ja erwähnt, dass ich auch eventuell meinen zweiten kleinen Sommerschlafsack mitnehmen wollte. Habe ich aus Platzgründen dann nicht gemacht. Und ich muss sagen, trotzdem richtig warm verbracht die Nacht, was auch dem Taschenofen mit zu verdanken war. Ne? Den habe ich gestern so um 22 Uhr habe ich den eingeschaltet und der ist immer noch hier am Feuern, Leute. Richtig geil. Also 22 bis 8, also über 10 Stunden brennt der schon. Einfach klasse. Ja, da hatten wir ja gestern noch Besuch von Jägern gehabt. Also wir haben ja mitbekommen, wie die abends dann hier lang gefahren sind. Und gegen 3 Uhr, sagte der Dirk, sind die zurückgekommen. Und die haben sich dann wohl hier vor der Hütte platziert und erzählt und Zigarette geraucht, dies und das. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und das wäre natürlich so eine Situation gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre und wach geworden wäre. Das wäre schon, ja, wie reagiert man da, ne? Wer ist das? Geht man da hin oder sowas? Auf jeden Fall aufgrund der Ohrstöpsel, die ich mir nachts immer reintue, habe ich davon nichts mitbekommen. Leute, ihr seht, es ist richtig kalt. Wir gehen mal gerade gucken, was die Pocket Shower so macht. Die baumelt da immer noch da oben an der Regenrinne. Und ich habe eben schon mal gefühlt, das Wasser, das Restwasser, was da drin ist, ist natürlich komplett gefroren jetzt. Also Leute, richtig kalt, richtig geil. Hier hängt die Pocket Shower. Ja, da ist richtig Eis drin, richtig Schnee. Leute, geile Sache. Ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen und dann geht's hier auch weiter. Liebe Leute, da haben wir es mittlerweile 9:15. Der Dirk hat hier schon alles gepackt und da sehen wir gerade mal so diesen Kontrast, wie unsere Lager aussehen. Bei mir ist totales Chaos und beim Dirk die totale Ordnung. Er hat natürlich schon zusammengepackt, aber auch als sein Schlaflager da war, sah es nicht viel anders aus. Es lag halt nur die Luftmatratze auf dem Boden und das war's. Also ich beneide ihn wirklich. Der ist in 10 Minuten einsatzbereit, kommt jetzt schon mit seinem Fahrrad hier rausgestürmt. Guten Morgen, Leute. Ja, morgen nochmal voller Tatendrang. Und ja, so unterscheidet man sich halt, ne? Ich brauche 10.000 Kleinigkeiten, der Dirk am liebsten gar nichts. Dirk, war auf jeden Fall eine richtig coole Tour. Super, hat wieder richtig Spaß gemacht, klasse. Ja, du fährst jetzt direkt nach Hause, denke ich. Ganz, ne? Genau. Ja. Direkt nach Hause, warme Badewanne. Ja. Und der arme Kerl muss noch weiter.
Ja, ich muss erst meine Sachen zusammenpacken. Ich lasse so ein bisschen Müßiggang walten. Ich habe auch eiskalte Finger, Leute, hier so Kleinigkeiten zu packen. Das ist richtig, richtig schwierig. Und du fährst jetzt hier mit 850 Watt, ne, E-Bike, oder wie viel hast du? Nee, ganz so viel sind es nicht, 500 Watt, aber... 500 Watt! Ne, der ist hier gestern Abend noch den Berg hoch mit dem Fahrrad und das war wahrscheinlich schnell erledigt, ne? Ja. Dirk, super Sache. Ich würde sagen, komm gut nach Hause. Du auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf einer weiteren Tour irgendwann. Ganz genau. Ciao. Rein. Ciao, Dirk. So, da haben wir es mittlerweile 20 nach 9. Ich wäre dann auch mittlerweile wieder einsatzbereit. Der Rucksack ist gepackt, die Hütte ist geräumt. Weiter geht's. Und zwar erstmal etwa 3 Kilometer Zuweg zurück zum Rheinsteig. Und von da aus werde ich dann eben, wie gesagt, nach Ehrenbreitstein laufen. Also das werden jetzt vielleicht insgesamt noch, also ich denke, keine 15 Kilometer. Das soll dann für heute auch reichen. Ja, und weiter geht's. Oh, und schon nach 3,5 Kilometern bin ich wieder zurück auf dem Rheinsteig in Fallendar. Und hier sieht man auch schon kein Schnee mehr. Und es ist auch spürbar wärmer geworden. Abgesehen davon, dass ich auch warm gelaufen bin. Aber man spürt das halt, ne? Also da oben auf dieser Hütte, das war so, oh, das war ein richtig tolles Erlebnis für mich. Richtig schön in diesem Schnee und diese fast schon, ja, weihnachtliche Stimmung. Aber ist ja schon lange vorbei, Weihnachten. Aber das war für mich so ein bisschen Ersatz für den Pertisau-Urlaub, ne? Wo wir eigentlich hingefahren sein wollten. Und dann im Wald und die Kälte und dieses Alleine-Sein. Leute, wunderschön. Also ich kann es einfach nur empfehlen. Ne? Kälte, kann man was gegen tun. Und auch in der Nacht. Ich habe kaum gefroren. Klar, wenn schon mal so eine Hand aus dem Schlafsack kommt, dann wird es kalt. Aber ne? Ihr versteht. Und ja, ich weiß gerade auch nicht, wo es hier weitergeht. Ich folge einfach mal hier den Rheinsteig-Schildern, die immer eigentlich gut sichtbar zu sehen sind. Hier zum Beispiel eins an dem Pfahl oder da vorne an diesem Baumstumpf, diese blauen Schildchen halt. Ne? Manchmal sind sie nicht zu sehen und da ist man wirklich ohne Kartenmaterial manchmal aufgeschmissen. Also wenn ihr so einen Steig mal gehen solltet, empfiehlt es sich immer, elektronische Unterstützung dabei zu haben oder gegebenenfalls auch eine Karte vielleicht, keine Ahnung. Ja, und damit geht es auch gemütlich weiter. So, da sind wir mittlerweile bei Kilometer 9 und Leute, der Rheinsteig, der ist so knallhart. Na, jetzt war ich gerade die ganze Zeit von dem Berg, wo wir übernachtet hatten, ging es quasi mehr oder weniger immer bergab, runter ins Tal. Und jetzt geht man wieder hoch. Also ihr merkt schon, meine Atmung wieder extrem beschleunigt. Und ja, aber das tut halt auch gut, ne? Den Puls so hoch zu treiben, ich bin schon wieder am Schwitzen. Das kann einfach nicht ungesund sein. Ich stinke zwar wie ein Iltis, trotz der Dusche von letzter Nacht, von gestern Abend, aber klasse bisher. So, hier lang, ne? Rheinsteig. Jetzt sind wir hier gerade in einem Ort drin, keine Ahnung wie der heißt, gehört auch schon lange zu Koblenz, bis zum Deutschen Eck. Auf der anderen Rheinseite sind es noch 3 Kilometer Luftlinie ungefähr. Es geht voran und ja, Wetter auch wunderbar, immer noch richtig schön kalt, ne? Aber aufgrund der Bewegung habe ich mir die Jacke ausgezogen, das Sweatshirt würde ich jetzt auch gerne ausziehen, aber den Rucksack wieder abzunehmen, das hält einfach auf. Das finde ich immer ziemlich nervig und so schwitze ich jetzt lieber. Kurz nach 11:30, Kilometer 11, herzlich willkommen hier auf dem Hochplateau der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Ehrenbreitstein heißt der Stadtteil, glaube ich sogar. Da im Hintergrund kann man diesen Pavillon
erkennen von der Seilbahn, die rüber auf die andere Rheinseite führt. Und am deutschen Eck kann man dann aussteigen und eben auch wieder zurückfahren. Die wurde wohl anlässlich der Landes- oder Bundesgartenschau mal errichtet, diese Seilbahn. Ich bin einmal damit gefahren vor 7, 8 Jahre her. Und es war auch ziemlich teuer, da kostete eine Fahrt, glaube ich, 12 Euro oder sowas. Naja, auf jeden Fall, da hinten wäre noch so eine Aussichtsplattform gewesen. Die ist leider gesperrt. Und Leute, ich muss sagen, ich empfinde so eine tiefgreifende Dankbarkeit, dass man uns, das Volk, mit solchen Maßnahmen schützen möchte. Vielen Dank dafür. Und auf jeden Fall ganz interessant noch, die Festung Ehrenbreitstein, da erstreckt die sich hier im Hintergrund, die geht zurück auf das Jahr 1000. Ich habe da gerade mal nachgelesen. Und da stand 800 Jahre lang da nur eine Burg rum, die dann 1801 von französischen Revolutionstruppen gesprengt wurde. Und dann kamen die Preußen und haben was Vernünftiges hier hingestellt. Und die haben das bis 1918 noch als militärisches Bauwerk genutzt, ja. Von den Preußen sind ja auch in Köln diese ganzen Forts und so, wissen wir mittlerweile alle. Also Wahnsinn, was die Preußen so überall rumgewurschtelt haben. Ja, und damit geht es auch langsam hier diese Tour zu Ende. Hier oben auf diesem Plateau, das ist eine richtige Ruhe, richtig friedlich hier oben. Ist ja auch alles geschlossen, ne? Vereinzelt sieht man so ein paar Jogger und Spaziergänger oder Kinder mit einem Kickboard und sowas. Ja, Leute, so würde ich sagen, jetzt haben wir keinen Kilometer mehr bis zum Bahnhof. Und da werde ich mich dann standesgemäß von euch verabschieden. Und damit herzlich willkommen um 12.13 Uhr nach 12,25 Kilometern und 244 Höhenmetern an dem heutigen Tag. Von gestern, das habe ich noch gar nicht kundgetan, wie viel das gewesen waren. Das habe ich verschlafen. Jetzt muss ich gerade das Handy rausholen. Ich mache da immer so ein Foto von dem Dings hier, von dem Display. Ne? Und dann habe ich das dann quasi gespeichert. Und zwar waren das 49,78 Kilometern mit 1384 Höhenmetern. Also war schon eine ganz stramme Nummer gestern gewesen. Ich merke es auch heute in den Beinen. Ne? Aber war unterm Strich eine richtig, richtig schöne Tour gewesen. Vor allen Dingen die Nacht da oben auf dieser zugeschneiten Hütte. Es war wirklich traumhaft. Ja, und hier ist, wie gesagt, stehe ich am Ehrenbreitstein auf der anderen Moselseite. Können wir sehen, das deutsche Eck. Und hier nochmal wunderbar zurück, der Blick hoch zur Festung Ehrenbreitstein. Und da war ich doch überrascht, wie viele Wege man da noch gehen konnte, die wirklich durch dieses ehemalige Festungskomplex geführt haben. Richtig rein konnte man natürlich nicht, aber das wird sich auch wohl hoffentlich bald wieder ändern. Ja Leute, und egal, was auch draußen passieren mag, aber von einer Sache werdet ihr mit Sicherheit krank, nämlich vom dauerhaften Drinnebleiben. Also darf ich mich jetzt wie immer von euch verabschieden mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, madet Jod und tschüss. Ja, wie sich jetzt herausstellte, stehe ich dann hier vor diesem Bau. Das ist eine Nachbildung eines römischen, was war das jetzt? So dieser Begriff, eben der Limes, das ist, kommt nämlich auch in der Mathe. Ja, ich habe das jetzt gerade vergeigt, weil ich dachte nicht, dass du direkt schon auf Aufnahme gehst. Also ich rufe dich jetzt nochmal an. Okay? Ja, alles klar, bis gleich. Heute in Himbeere. Danke, Licht.